Hallo an das Wassermann-Kollektiv und herzlich willkommen zu eurem Wochenausblick. Ja, und auch bei euch gilt natürlich, es kann auf euch zutreffen, es muss aber nicht auf euch zutreffen. Ich habe hier zuerst den Ritter der Kelche. Es könnte also ein bisschen romantischer werden in der kommenden Woche. Allerdings habe ich dich hier auch so ein bisschen im Rückzug. Neun der Stäbe, du bist hier gerade dabei, deine Kräfte zu sammeln. Beziehungsweise schaust du hier auf Pläne mit den zwei der Stäben, die aber noch nicht umgesetzt werden können. Beziehungsweise kann es durchaus sein, dass du gerade so sehr im Verstand bist, dass du gar keine Chance hast, zur aktuellen Zeit überhaupt in dieses romantische Gefühl reinzukommen. Denn mit der Schwertkönigin ist dieses Gefühl ein bisschen unterdrückt. Das kann aber auch einfach nur damit zu tun haben, dass du beruflich gerade so sehr in Aktion bist, deine Ideen umzusetzen, dass du diesen Kelchritter gar nicht für voll nimmst in der Situation. Oder es könnte auch zu Überforderung führen, weil du einfach noch Altlasten mit dir rumschleppst, denn die drei der Schwerter sind hier nämlich auch gefallen. Das heißt, eine notwendige Einsicht muss hier noch gewonnen werden. Oder könnte durch diese Person, die natürlich viel Gefühl mitbringt, die Verliebtheit mitbringt, ausgelöst werden, sodass du dann in diesen Prozess reingehen musst, ob du willst oder nicht. Und mit den 10 der Stäben habe ich hier auch die Kraftanstrengung liegen. Es wird also anstrengend, besonders wenn es darum geht, hier wirklich beide Aspekte zeitgleich in einer Doppelmission auszuführen. Zum einen natürlich deinen Plänen gerecht zu werden, die weitergeführt werden möchten. Zum anderen natürlich, wenn auf einmal wieder das Gefühl reinkommt, womit du natürlich als Luftelement so gar nicht klarkommst. Dennoch ist es wichtig, denn die Liebenden sind gefallen, hier möchte wieder Dualität reinkommen. Und mit dem Asterschwerter kommt hier auch plötzliche Klarheit in deinen Kopf, in deinen Verstand. Ja. Und auch bei dir heißt es hier mit den 8er-Kelchen 2 Kelche zurücklassen, die dir definitiv nicht mehr dienlich sind. Das heißt, das Gepäck kannst du definitiv hier auf deiner Reise von Bord schmeißen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann wird es für dich auch einfacher. Bleib an deinen Zielen dran, ganz wichtig in der kommenden Woche, lass dich davon nicht abhalten. Aber wenn da jemand mit Gefühl reinkommt und dir Avance macht, dann darfst du das auf jeden Fall auch zulassen. Auch wenn du noch die eine oder andere Baustelle hast, aber die kannst du lösen. Ja, es liegt im Endeffekt an dir, was du daraus machst. Also, schöne neue Woche.